Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt Trains in World 2. Wir stehen gerade hier in Wuppertal und fahren mit unserer Foslo G6 von North Rail nach Haspen. So, es schneit auch ordentlich, es ist kalt, der Winter ist bereits eingezogen ins Ruhrgebiet. Wobei Wuppertal ist nicht mal das Ruhrgebiet, da habe ich gerade Quatsch erzählt. So, dann. Also wir sind hier nur eine Lok, ein Lokzug, mehr nicht. Daher Fahrtrichtungswender in die Vorwärtsstellung. Jawohl, das hat funktioniert. Und hier gehen wir auf Lösen. Da legen wir noch kurz an. Dann drehen wir uns einmal hier nach hinten. Und, nee, hier hin, so. Und gucken mal ganz kurz, was wir hier jetzt noch einstellen können. Federspeicherbremse ist gelöst, Spitzenbeleuchtung auf automatisch, das passt soweit. Dann PZB-Modus O. Mhm. Aktivieren wir und Schalterklappe wieder runter, SIFA an und Klappe runter. Automatisch ist dann hinten. Mhm. Treppenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Lass mir die aus. Gut, dann den Ferngang haben wir drin. Sehr gut. Dann würde ich sagen, setzen wir uns. Das Display lässt sich nicht bedienen, ne? Ist das überhaupt ein Display? Da ist gar nichts drin. Das ist gar kein Display. Okay. Dann Lokbremse lösen. Und Leistung aufschalten. So, wir fahren jetzt erstmal nur 25. Scheibenwischer machen wir uns noch an. Ah, hier ist ordentlich was los, ne? Das Rush Hour Update. Die Passagiere sind auf jeden Fall jetzt mit dabei. Das ist schon ziemlich cool. So, ab da dürfen wir 40 fahren. Freuen wir uns mal. Wir dürfen auch aktuell, wir dürfen sogar 60 fahren. Also von daher gehen wir mal hoch auf die 40. Und nehmen wir die Leistung wieder runter. Wir fahren nämlich genau 40. Hier links die Schwebebahn. Das Repaint gibt es zum Download im Rails Forum, der Link dazu in der Videobeschreibung. So, ich glaube, wir dürfen auch schneller fahren, ne? Also signalisiert waren ja 40, aber streckentechnisch sind hier 80 freigegeben. Also glaube ich, dass wir da jetzt schon beschleunigen dürfen. Dann gehen wir mal auf die 80. 130 dürfen wir sogar ab hier fahren. Natürlich, unsere G6 darf nicht schneller als 80. Ein bisschen mehr Leistung drauf. Wir wollen noch nicht zu viel auf einmal, denn es ist rutschig, es ist eisig.
80 sind fast erreicht. Nehmen wir die Leistung ein bisschen zurück. Sind jetzt über 60%. Ah, wir werden langsamer. Nee, das will ich dann doch nicht. Gehen wir mal so auf die 70%. Ah, 80 sind das, glaube ich, auch schon. Genau, ja, sind 80. Wir wollen ja nicht rumtrödeln. Und stellen wir uns mal irgendwo hin. Ah, ich würde sagen, hier ist gut. Also einmal runter. Süß. Ja, die kleine Diesel-Lok von Transit Germany, die ich ja absolut toll finde. Also da hier rumzubrausen macht echt Spaß und hier jetzt auch mal in einem Repaint direkt von North Rail, also in diesem schönen Orange. Auch schön, wie hier so die, wie hier so der Schnee anliegt. Und auch, dass hier noch Schnee drauf liegt auf den Trittflächen. Liegt auf der Lok Schnee drauf? Nee, schade. Hier auch der Lüfter wieder arbeitet. Sehr, sehr cool gemacht. Die Fahrt wird insgesamt so um die 20 Minuten dauern, bis wir dann in Haspe angekommen sind als Lokzug. Das ist unsere einzige Aufgabe. Aber wir werden selbstverständlich noch ein bisschen häufiger diese G6 noch ausfahren. Auf der Taranta-Rampe soll sie ja auch fahrbar sein. Von daher wird die auch definitiv dort zum Einsatz kommen. Da wird sie vermutlich ordentlich zu kämpfen haben, wenn sie da tatsächlich einen Zug am Haken hat. Kann man nämlich vorstellen, dass da die Steigungen hoch oder auch runter, da braucht man gar nicht erst mit der dynamischen Bremse, mit der E-Bremse anzufangen. Ich glaube, da müssen wir direkt immer die Zugbremse benutzen, sonst wird das nichts. Wir haben hier vorne auf dem Display, ich glaube, ich stehe mal ganz kurz auf, bevor die Sifa uns runterbremst. Also ich glaube hier, oh verdammt. Nein. Ich wusste nicht, dass wir direkt runtergebremst werden. Ich meine, ich habe die Sifa ja kurz vorher gedrückt. Aber okay, gut, dann stehen wir halt nicht auf. Deckenspot, Dimmer. Instrumentenbeleuchtung noch hoch. Fernlichter. Das Ding hat Fernlichter. So, jetzt. Wow, nicht schlecht. Ja, ich bin da sicher. Machen wir es aber wieder aus. Was haben wir noch? PZB.
Auch ein cooles Bild, oder? Grüß dich, Kollege. Ich würde gerne wissen, was das hier für Schalter sind. Aber ich komme da nicht ran, weil da die Lokbremse im Weg ist. Man kann hier ja gar nicht so ein Lichtsignal geben. Wenn so der Kollege da vorbeifährt oder die Kollegin, dann kann man da nicht mal kurz ab und wieder aufblenden, sondern man kann vielleicht höchstens den hier machen. Aber gut, nicht, dass wir da jemanden dann blenden, das wäre natürlich auch unvorteilhaft. So, Steigung ist überwunden. Heißt also, wir gehen mit der Leistung zurück. Wir wollen ja nicht über die 80 hinaus. Gibt's hier einen Scheibenwischer? Nee, ne? Hier gibt es auch eine Sonnenblende. Was ich mich frage, ist, ob die in irgendeiner Form funktional ist. Also wenn jetzt hier von der Seite so Licht reinstrahlt, ob das das Licht dann praktisch auch zurückhält. Probieren wir es gleich mal direkt aus. Ja, es leuchtet gleich, aber erstmal nichts rein. So, wir sind jetzt bei 100%, aber werden nicht wirklich schneller bei der Steigung. Merkt man, es ist halt eben eine Rangierlok, keine wirkliche Streckenlok. Also für kurze Zugfahrten ausgelegt. Schön, oder? So, dass, wie sich hier die Strecke durch die Landschaft pflügt. Wir haben hier sogar so eine kleine Fahrfolgbeleuchtung. Ja, nice. Ach, guck mal, Tatsache, es hat funktioniert. So, zack. Sehr schön. Gibt's ja manchmal Loks, da strahlt auch die Sonne da einfach durch. Bergab.
Ihr seht ja hier, was ich da immer, wie ich gerade die Lok steuere. Also jetzt noch ganz leichte Bremskraft. Und in 6 Kilometern sind wir auch schon da. Vorsignal ist grün. Wir sind wieder auf der Ebene. Oder in der Ebene. Verändert, dass das von hinten irgendwas reinstrahlt? Ja, guck mal, Tatsache hier. Man erkennt es, das ist dieser schmale Streifen, der hier das Sonnenlicht noch reinlässt. Sehr schön. Was hieß das? Eine Ankündigung von 0 km/h? Ab hier gelten 0 km/h? Das glaube ich nicht. Vielleicht habe ich mich auch nur verguckt. Das ist vielleicht ein bisschen unglücklich. Okay, nicht schlimm. Ich meine, man sieht es ja nicht mal von hier aus. So, wir rollen, bis wir wieder langsam an die 80 rankommen. Ein bisschen Bremskraft. Dann sind wir auch schon gleich da. Langsamfahrt zu erwarten. Nämlich mit 60, da wird jetzt auf PZB Wasser gedrückt. Und die haben wir erreicht.
Und das sieht aus wie halt zu erwarten. Und es geht ordentlich bergab. Also bremsen wir frühzeitig rein. Drücken nochmal PZB wachsam. Jawohl, hat er angenommen. Müssen in 400 Metern anhalten. Die Frage ist, wo genau? Ah, okay, wir kreuzen jetzt hier einmal. Der Kollege muss auf uns warten. Sorry. Nicht in eine andere Dimension reinbeamen. So, der müsste jetzt eigentlich fahren dürfen. Jawohl, darf er auch. Oh, wir sollen hier anhalten. Wir sind ein bisschen was Ziel hinausgeschossen, ne? Okay. Steppen glaube ich nicht, aber. Nee. Aber vielleicht können wir den Führerstand mal eben wechseln. Beziehungsweise das Fahrpult wechseln. Jetzt hier. Vorwärtsfahrt auswählen. Nee, können wir nicht. Moment. Du musst auf halten. Und du musst auf halten. Du bist bei 0. Schauen. Muss der jetzt auf uns warten? Ich hoffe nicht. So, okay. Ich würde gerne fahren. Sandstreuer Zusatzrunde lösen. Nee. Ich hoffe nicht, dass er jetzt gerade übers rote Signal gefahren ist. Wie machen wir das jetzt? Lösen. So, du musst auch in Nullstellung sein. Jetzt müsste ich doch theoretisch die Fahrtrichtung wechseln dürfen. Was ist, wenn ich die PZB ausmache? So, lässt du mich jetzt den Führerstand wechseln?
Irgendwas mache ich falsch. Also der muss auf jeden Fall auf 0 sein. So. Zugbremse. Vermutlich auch auf Lösen. Muss vielleicht die Lokbremse angelegt sein. So. Nee. Dann die Lokbremse komplett lösen. Jetzt vielleicht. Nö. Nein, möchte ich nicht aufgeben. Ich würde es gerne noch ein bisschen ausrühren. So, was könnten wir jetzt noch machen? Erstmal den Scheibenwischer ausmachen, der nervt mich. So. Theoretisch müsste das funktionieren. Also das ist es definitiv nicht. Du bist auf. Aha, Moment. Ja, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Da, jetzt aber. Nee, aber. Du dann auf Lösen. Und du auf Lösen. Nee, Moment, du müsstest eigentlich in Neutralstellung halten. Immer noch nicht. Vielleicht aufhalten. Also du bist auf aus, du bist auf halten, du bist auf lösen. Aus, nee, aus habe ich. Also aus, halten, lösen. Wisst ihr was? So. So, ich gehe jetzt da vorne rüber zu meinen Kollegen da hinten. Ich sag den Leute, meine Lok ist kaputt. Oder ich habe bei der Ausbildung, vermutlich habe ich bei der Ausbildung einfach nicht so ganz aufgepasst. Jedenfalls, ich kann ihn nicht mehr fahren. Ich mache jetzt noch hier so ein, zwei hübsche Fotos. Die poste ich dann auf Instagram oder Twitter oder sonst wo. Und hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.